Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Vollmond im Wassermann. Wie ihr vielleicht sehen könnt, beginnen alle meine Videos hier gleich. Das liegt daran, dass ich am Anfang dieser Readings erstmal so ein Intro abdrehe, das die allgemeinen Energien zu diesem Wassermann-Vollmond zeigt. Die Karten, die hier liegen, die habe ich auch alle rausgesucht, nur um euch die Energien zu veranschaulichen. Wen die allgemeinen Energien aber nicht interessieren, beziehungsweise wer sich mehrere Videos anschaut, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann und wann es dann direkt mit der Sternzeichenlegung losgeht. Meine Lieben, das ist ein ganz, ganz besonderer Vollmond, den wir jetzt haben. Nämlich es ist der zweite Vollmond im Zeichen Wassermann in Folge. Und ich habe beim ersten Vollmond im Wassermann gesagt, dass ich denke, dass sehr viele beim zweiten Vollmond, also jetzt am 22. August, an einem anderen Punkt stehen werden als Ende Juli. Ich habe den ersten Wassermann-Vollmond mit dem Karten König der Schwerter. König der Schwerter ist für mich immer Wassermann-Energie. König der Schwerter, Page der Schwerter, zwei Schwerter-Energie. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, so der erste Vollmond, und Vollmond ist ja immer so eine Closing-Energie, immer so ein Abschluss, ne, wer ein Zyklus endet. Der wollte uns mal so einen Hinweis darauf geben, auf die Wahrheiten, die wir noch nicht gesehen haben. Der wollte, ne, der König der Schwerter ist für mich so Facing It Energie, also wirklich, ne, sich bewusst mit etwas auseinandersetzen. Der wollte, dass ein Zyklus oder ein Prozess losgelöst wird, indem wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die wir entweder zwei Schwerter nicht zugelassen haben oder die wir noch nicht hören konnten oder die wir vielleicht auch noch gar nicht sehen konnten. Aber es ging darum, dass der erste Wassermann-Vollmond so ein, jetzt müssen wir uns mit den Dingen auseinandersetzen. Jetzt, ne, jetzt müssen wir ganz bewusst, auch so eine ganz typische Wassermann-Energie, jetzt müssen wir ganz bewusst schauen, was passiert im Außen, was passiert mit den Impulsen oder ne, was passiert in mir, was triggert mich an, wo, ne, wie reagiere ich auf etwas. Das war so, der erste Wassermann-Vollmond war so, okay, aufpassen, ne? Jetzt musst du aufpassen, was jetzt passiert, pass auf. Wer sich das letzte Wassermann-Vollmond-Reading noch nicht angeschaut hat, kann sich das natürlich gerne anschauen, um, ne, vielleicht bekommt ihr ein paar Erkenntnisse. So, jetzt einen Monat später, was ist passiert? Ich denke, dass für sehr viele, und ich kann das für mich als auch für mein Umfeld definitiv behaupten, ist das hier passiert. Es kam eine Menge Energie, es kam eine Menge Impulse. Ne? Der Ritter der Stäbe ist immer so, es kommen Dinge auf einen zu, unerwartet. Schnell, ne? Das ist so eine, der Ritter der Stäbe ist einfach so ein, es passiert total viel. Ich habe das Gefühl, es ist im August total viel passiert und total viel Energie kam auf mich zu. Neue Leute haben meinen Weg gekreuzt, sind auch, manche Leute sind genauso schnell wieder verschwunden, wie sie kamen. Aber, und das Universum sagt gerade, ja, hier geht eine Kerze aus. Aber warum kam das? Ne? Warum kam diese ganze neue Energie? Um uns mit, ne, um hier mit dieser König der Schwerter-Energie, um was aufzuwirbeln, ne, um auch wirklich Klarheit zu erlangen, um sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu werden, um sich einer Situation bewusst zu werden, um sich möglicherweise auch seinen eigenen Träumen oder vielleicht auch Illusionen bewusst zu werden. Also ich habe das Gefühl, das, was in den letzten 4 Wochen stattfand, könnte für sehr viele Turmenergie gewesen sein. Ne? Unerwartete Dinge, aufwühlende Dinge, ungestüm, oder was heißt ungestüm, aber so unvorhersehbare Dinge mit dem Ritter der Stäbe. Ganz, ne? Es ist wahrscheinlich für sehr viele von euch eine Menge passiert. Intern, für manche auch extern. Für mich war es tatsächlich mehr intern, mehr interne Prozesse, die passiert sind, als externe Prozesse. Nichtsdestotrotz hatten sie definitiv auch Turmwirkung. Was ich mit dem Turm noch gerne erläutern möchte, ist, dass seit dem 19. August Uranus, der Herrscherplanet von Wassermann, rückläufig ist. Und rückläufige Planeten, oder Uranus ist unser Wachrüttler, ne? Uranus ist der Planet, der... Ja,
an Dingen schüttelt, die ist der Rebell, ne? Ist dieses, hier muss sich was ändern, Energie, hier unbequeme Energie, Uranus ist definitiv unbequeme Energie. Und wenn Uranus rückläufig ist oder jetzt in seiner Rückläufigkeit, zeigt er definitiv nochmal auf die Vergangenheit. Zeigt er definitiv, also ich habe das Gefühl, selbst wenn wir uns nicht damit auseinandergesetzt haben, selbst wenn wir die Energie des ersten Wassermann-Vollmonds nicht genutzt haben und weiterhin gesagt haben, nee, ich will da nicht hinschauen und ich will das nicht wahrhaben und ich traue mich da nicht hinschauen und ich habe Angst vor der Wahrheit, könnte es sein, dass das Universum jetzt sagt, ich zeig's dir jetzt. Ich zeig dir jetzt, was du sehen musst. Ne? Ich zeig dir jetzt, was du sehen musst. 10 Stäbe. Der Stern. Stern ist Wassermann-Energie. Ich zeig dir jetzt, was du sehen musst, damit du heilen kannst. Das können Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstwahrnehmungsthemen sein. Das können Situationen sein, die einfach nur noch belastend sind. Das können toxische Beziehungen sein, das können toxische Freundschaften sein, das kann alles, 10 Stäbe, es kann alles sein, was deiner Seele nicht mehr gut tut. Und das, wenn du die Vollmondenergie genutzt hast und wenn du diesen, ich sage jetzt mal die Zwischenzeit auch genutzt hast, dich mit allem, was passiert, mit allem, mit dem du konfrontiert wirst, dich bewusst auseinanderzusetzen, dann bist du im besten Fall an einem Punkt, an dem du selbst erkannt hast, was nicht mehr auf dein, ne, was nicht mehr stimmig für dich ist, was deiner Seele nicht mehr entspricht, was deine Seele nur noch schwerer macht und hast möglicherweise auch wirklich Entscheidungen getroffen, loszulassen und zu heilen und ne, weiterzugehen und mehr du zu sein und ne, dein spirituelles Dasein mehr zu leben. Für diejenigen, die das hier nicht so genutzt haben oder für die das noch nicht so bewusst war, könnte es tatsächlich sein hier mit Uranus, dass dir die Dinge, die wirklich aus deinem Leben gehen möchten, und das ist so Vollmondenergie, die Dinge, die nicht mehr stimmig und passend für dich und deine Seele sind, dass sie dir jetzt aufgezeigt werden, weil das Universum, deine Spirit Guides, Gott, an wen oder was auch immer du glaubst, dir wirklich dabei helfen möchten, diese belastenden Situationen zu verlassen, diese belastenden Energien hinter dir zu lassen und auf einen Weg zu kommen, der deinem Seelenplan entspricht. Und das ist die Energie, dass dir möglicherweise jetzt wirklich bewusst wird, was hier nicht mehr stimmt. Oder wie es für dich weitergeht, ne? Wie es für dich weitergeht. Das ist so ein bisschen die Energie zu diesem zweiten Vollmond, dass du Dinge, die du vielleicht hier vor 4 Wochen noch nicht so klar sehen konntest, dass du sie jetzt klar sehen kannst, dass du sie erkennen kannst, dass du wirklich auch weißt, was zu tun ist. Wassermann-Energie ist so die Vision vom großen Ganzen haben, ne? Die Dinge zusammen oder Zusammenhänge herstellen zu können und wirklich auf einen Weg zu kommen, der deinem Seelenplan entspricht. Und so lasse ich das hier stehen. Mehr habe ich zu den allgemeinen Energien nicht zu sagen. Ich fange jetzt direkt an mit den Sternzeichenlegungen. Vielen Dank. Hallo meine lieben Steinböcke und herzlich willkommen zu eurem Vollmond-Reading. Ihr seht hier schon mal eine Karte auf dem Tisch liegen. Die habe ich gerade aus meinem Oracle of the Seven Energies für euch aus dem Deck springen lassen, um diesem Reading eine Überschrift zu geben. Und hier fiel die Karte Waking the Lion. Und diese Karte, muss ich sagen, hat mich letzte Nacht im Schütze-Reading schon total verzaubert. Das heißt, wenn du irgendwo Schütze-Energie in deinem Geburtshoroskop hast oder möglicherweise auch, wenn du mit einem Schützen zu tun hast, schau dir das gerne mal an. Denn ja, diese Energie hat mich letzte Nacht wirklich verzaubert und ich habe das Gefühl, der gleiche Zauber liegt heute auch auf eurer Legung. Waking the Lion, also es erwacht, erwecke den Löwen. Ich hatte auch gerade so ein Werbejingle im Kopf. Ich glaube, es ist eine Kellogg's-Werbung. Erwecke den Tiger in dir oder so.
Aber ich habe das Gefühl, in dir erwacht irgendwas oder Löwe-Energie kann was mit dem Löwe-Portal zu tun haben, dass du zur inneren Stärke findest, zu wahrer Größe, dass du dich irgendwie aufrichtest. Es könnte aber auch sein, dass irgendeine Idee, ne, Löwe-Energie ist kreative Energie, irgendeine Idee in dir anfängt zu keimen und da irgendwas erwacht in dir. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo die Reise mit den Tarotkarten hingeht. Was für dich am wichtigsten ist, mein lieber Steinbock, ist Resonanz. Das heißt, dass du dich in dieser Legung wirklich wiederfindest. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Legung gar nicht auf deine Energie und auch nicht auf deine Situation passt, wenn du dich einfach nicht angesprochen fühlst, dann mach das Video einfach aus, beziehungsweise schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu einem anderen Sternzeichen, zu dem du dich irgendwie hingezogen fühlst, vielleicht ist da eine Botschaft für dich enthalten. Aber so allgemeine Legungen bei YouTube, die sollten dir wirklich immer nur deine eigenen Impulse bestätigen. So, Waking the Lion. Ich bin gespannt, ob bei euch genauso eine zauberhafte Botschaft rauskommt wie bei den Schützen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es euch wünschen. Und die erste Karte, die ich sehe, sind die fünf Kelche. Ich würde es euch so sehr wünschen, dass ihr aus der schwierigen Energie rauskommt, dass in euch etwas erwacht, was euch stärkt, was euch stark macht. Ich lege jetzt erstmal alle Karten aus, meine lieben Steinböcke, und dann gehen wir da gemeinsam durch. So, eine Energie, in der sich meine Steinböcke befinden, die sieben Schwerter. Okay. Okay. Eine Karte zur Bewusstseinsebene. Die sechs Schwerter. Die Vergangenheit. Die Sonne aber auf dem Kopf. Und in diesen Legungen habe ich wirklich immer ganz stark das Gefühl, oder ganz stark das Bedürfnis, die Karten, die auf dem Kopf rausfallen, auch oft so liegen zu lassen. Die Situation, interessant, der Hierophant ist so stark auf diese sieben Schwerter gefallen und ich habe gerade noch gedacht, ich will noch eine Klärungskarte zu den sieben Schwertern. Deswegen, wir lassen die hier liegen. Also die Situation kann auch Hierophant-Energie sein, aber ich erzähle euch gleich alles. Was rede ich schon wieder? Königin der Schwerter. Zur Situation. Ja, okay. Okay, meine Lieben, das Gericht. So, und jetzt der Einfluss des Mondes auf meine Steinböcke. Die acht Münzen und die vier Stäbe. Eine Karte hierzu noch. Ass der Kelche an der Unterseite des Decks. Okay, es nimmt ein gutes Ende, meine lieben Steinböcke. Ja, die acht Schwerter und die neun Stäbe. Okay. Okay. Die fünf Kelche unter dem Ast der Kelche. Das Ast der Kelche legen wir auch raus, weil ich mich wirklich dazu, ne, Waking the Lion. Ich habe das Gefühl, also ich habe eher das Gefühl, in dir erwächst eine gewisse Stärke und ein, ne, dieser Tatendrang, diese männliche Energie. Eine Karte lese ich gerne noch zur Sonne und dann, ja, alles klar. Alles klar, alles klar. Der Eremit, meine Lieben. Also, auch bei euch nehme ich partnerschaftliche Energien wahr mit dem Hierophanten und den vier Stäben. Und partnerschaftliche Energien spielen einfach in diesem August eine starke Rolle. Deswegen zeigt sie sich in meinen
in meinen Legungen auch so stark. Also, wir fangen mit der Vergangenheit an. Ich glaube, es gibt hier eine Situation in der Vergangenheit, in der du sehr alleine warst. Möglicherweise warst du auch einsam. Schließlich habe ich zweimal die fünf Kelche gesehen, aber ich habe das Gefühl, in deinem Leben war irgendwie, ne, der Eremit steht ja auch in so einer Schneelandschaft, da war irgendwie, da war nicht mehr so viel Wärme, da war nicht mehr so viel Lebensfreude. Es gibt hier irgendwie in der Vergangenheit etwas, wo dir die Lebensfreude abhanden kam. Und der Eremit ist Jungfrau-Energie. Und Jungfrau-Energie ist dieses so Tag ein, ne? Da geht es um das tägliche, also Daily Business und so. Ich glaube, du hast so Tag ein, Tag aus immer das Gleiche gemacht, hast dich um deine Verpflichtungen gekümmert, ne? Hast dich um die Kinder gekümmert, um deinen Job. Ne? Das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, du warst. Also du bist schon lange einsam. Ob vielleicht, ne, kann sein, dass du noch in einer Beziehung bist, aber ich habe das Gefühl, du bist schon lange irgendwie alleine unterwegs. Und irgendwie hast du dich in der Vergangenheit auch immer weiter zurückgezogen. Ich glaube, dass es hier im Hier und Jetzt mit den sieben Schwertern und dem Hierophant etwas gibt, was deine Spirit Guides dir sagen wollen. Aber, also, ne, ich habe das Gefühl, das sind so deine Spirit Guides, die sagen, hey Steinbock, ne, erkenn doch mal, dass du hier, da wo du gerade bist, ich will nicht sagen verkümmerst, aber alleine bist, vielleicht auch einsam bist. Und ich hab das Gefühl, das, was deine Spirit Guides dir sagen wollten, möglicherweise wirklich auch über eine Beziehungsdynamik, das wolltest du irgendwie nicht so richtig hören. Ne? Beziehungsweise ich hätte gerne noch eine Karte hier zu den sieben Schwertern. Kann auch irgendwie eine Verbindung sein, in der du betrogen wurdest oder in der du dich angelogen gefühlt hast. Aber irgendwie hast du das so. Ja, die sieben Kelche. Ich hätte gerne noch eine Karte hier zum Eremiten. Die zehn Stäbe, alles klar. Also vielleicht ist dir auch in der Vergangenheit schon bewusst geworden, ne, dass es hier nichts ist, wo man noch glücklich werden kann. Vielleicht weißt du schon länger, dass du hier was loslassen musst oder es, ne, ist irgendwie so eine schwere Situation, die hier in der Vergangenheit liegt. Wie gesagt, vielleicht liegt hier irgendwie ein Betrug in einer Beziehung oder jemand, der dich geghostet hat, jemand, der in den Rückzug gegangen ist und du konntest nicht loslassen. Keine Ahnung, was für eine Art Beziehungsdynamik hier liegt. Aber ich glaube, dass du hättest die Antwort, sag ich mal, die Antwort hättest du vielleicht auch schon früher haben können, das, was deine Spirit Guides dir sagen wollen, hättest du vielleicht auch schon früher haben können. Aber irgendwie bist du vor dieser Antwort so ein bisschen davongelaufen oder wolltest es nicht so wahrhaben, hast vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen die Vision einer Illusion aufrechterhalten, hast vielleicht gedacht, okay, vielleicht gibt es ja doch noch eine Option, dass alles gut wird. Die Situation, ne, auf deiner Bewusstseinsebene, ich habe das Gefühl, dir wird immer bewusster, dass du hier raus musst. Oder dass du dir vielleicht auch so ein bisschen selber was vormachst, dass es die einzige Möglichkeit, hier wieder vorwärts zu kommen im Leben, der Schritt, diese Situation zu verlassen ist. Die Situation, ich fragte ja hier nach der Situation, die Königin der Schwerter und das Gericht und das sehe ich jetzt, diese Awakening the Lion. Ich hab das Gefühl, dass du plötzlich sehr entschlossen bist. Ne? Plötzlich hörst du diesen Ruf des Universums und plötzlich hörst du, was deine Seele dir sagen will. Vielleicht hast du schon irgendwie das Gefühl gehabt, ja, okay, ich nehme schon was wahr, aber irgendwie so genau, wo es hingeht, weiß ich nicht oder was ich tun soll, weiß ich nicht. Jungfrau-Energie ist auch wirklich eine Energie, wo man, ja, eine sehr geduldige Energie, wo du gesagt hast, ja, ich schaue mir das jetzt noch ein bisschen an, vielleicht wird es ja doch wieder gut und vielleicht wird es ja doch leichter. Aber ich habe das Gefühl, der Nebel lichtet sich hier. Ne? Ich habe das Gefühl, du bekommst ein ziemlich klares Bild von dem Ruf deiner Seele, von dem, was deine Spirit Guides dir sagen will.
wollen. Und das Gericht heißt im Englischen Judgment. Und Judgment heißt das Urteil. Und ich habe das Gefühl, du triffst jetzt ein Urteil. Und zwar das Urteil, und das ist hier der Einfluss des Mondes, wirklich in deine Kraft zu finden und diese Situation, ne, zu verlassen. Eine Situation hinter dir zu lassen. Vielleicht auch wirklich so ein bisschen der Realität ins Auge schauen, weil ich habe das Gefühl, ne, hier, der sieht nichts. Er ist so ein bisschen in seiner Energie, will so ein bisschen das andere, es ist jetzt auch so eine Rückzugsenergie, will so ein bisschen nicht wahrhaben, was vielleicht wirklich stattfindet. Die sieben Kelche, Illusionsenergie, sieben Schwerter, so ein bisschen, ne, davonlaufen vor der Wahrheit. Und ich glaube, du hast jetzt die Kraft, ne, diese Awakening der Lion, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken und zu erkennen, dass du hier irgendwelche Schlussstriche ziehen musst. Und ne, ich meine, diese ganzen Vollmond-Readings, es ging jetzt, ich glaube, in drei oder vier Legungen ging es nicht um Schlussstriche, meine lieben Steinböcke. Dass du dich aus deinem eigenen Gefängnis, und ich muss wirklich sagen, gerade wenn ich jetzt so ein bisschen an die letzten Steinbock-Readings denke, beziehungsweise eigentlich an die Steinbock-Readings seit Beginn meines YouTube-Kanals. Ich weiß, ich verstehe es nicht, muss ich wirklich sagen, warum das Steinbock-Kollektiv, das ich hier anspreche, so lange in einer Situation verharrt, die einfach nur belastend ist. Wie man auch so lange so ein bisschen vor der Wahrheit davon läuft. Weil ich hab's im letzten Reading schon mal gesagt, liebe Steinböcke. Die Steinböcke, die ich in meinem Leben habe, die erkenne ich in diesen Legungen ehrlich gesagt nicht wieder. Aber es gibt ja Menschen da draußen, ne, die sich ja in meinen Readings angesprochen fühlen. Deswegen. Ich glaube, dass dieser Schlussstrich ein ganz, ganz großer Schlussstrich ist, der Fokus oder ne, das, was der Vollmond hier, der Einfluss des Vollmondes mit den 8 Münzen und 4 Stäben ist, fokussiert dich auf Dinge, die wirklich eine Zukunft haben. Ne? Das ist so eine Hochzeitsenergie, Hochzeitsenergie. Steck deine Energie, also anstatt hier auf irgendwas zu warten oder vor der Wahrheit davonzulaufen, könnte dieser Vollmond bei dir auslösen, zu sagen, hey, wie wäre es mal, wenn du am richtigen Ziel arbeitest? Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es gibt kein richtig und falsch. Ne? Richtig und falsch ist immer nur eine Frage der Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, du hast auch wirklich lange Zeit in möglicherweise auch in eine Beziehung investiert, in der kein Vorankommen war. Und ich habe gerade beim Gassigehen habe ich einen Kommentar gelesen. Ich glaube, es war sogar das Schütze-Reading. Ne, wo auch die gleiche Karte fiel. Und da hat jemand geschrieben, wenn ich diese Person nicht bekomme, dann will ich gar niemanden. Und die Energie, also aus irgendeinem Grund erinnere ich mich gerade an diesen Kommentar, aber genau diese Energie nehme ich so ein bisschen bei euch wahr. Ich glaube, ihr habt sehr viel Mühe, Zeit, Aufwand betrieben für in eine bestimmte Richtung. Und es war aber irgendwie nicht die Richtung, die das Ergebnis gebracht hat, das ihr euch vorstellt. Und vielleicht muss man hier erkennen, dass man, um das zu bekommen, was man sich so sehnlich gewünscht hat, vielleicht in eine neue Richtung investieren muss. Dass man hier ein Urteil treffen muss. Und das Urteil, ich möchte jetzt noch eine Karte hier zum Gericht, denn das Urteil, glaube ich, lautet, befrei dich endlich, ich muss es wirklich sagen, liebe Steinböcke, befrei dich endlich aus dieser Ehe, aus dieser Beziehung, aus dieser Wunschpartnerschaft, aus irgendeiner Ghosting-Situation, ja,
Meine lieben Steinböcke, ihr dürft euch endlich befreien. Ja, die fünf Kelche. Wie lange willst du noch unglücklich sein, meine Lieben? Wie lange willst du noch zurückschauen und betrauern und das, was auch immer du betrauerst? Wie lange willst du noch in dieser Energie hängen? Triff doch das Urteil, ne? Die fünf Kelche waren auf dem Kopf. Den Anspruch an dich selbst wieder zu haben, endlich glücklich zu sein. Denn das, was du nicht siehst, ne, das war ja die Unterseite des Decks, und die Unterseite des Decks ist immer so ein bisschen das, was im Verborgenen lebt. Liebe ist möglich. Glückliche Beziehung ist möglich. Fülle, emotionale Fülle ist möglich. Ein Neuanfang ist möglich. Aber wenn du am falschen Ort danach suchst, wirst du sie nicht finden, meine Lieben. Und ich sehe hier wirklich so ein bisschen eine Wunschvorstellung loslassen oder eine Illusion gehen lassen. Keine Ahnung, was das für eine Illusion ist. Wie gesagt, wenn es eine Partnerschaft ist, in der es nicht mehr so richtig ehrlich zugeht, zu denken, ah, irgendwann wird es schon wieder werden oder keine Ahnung. Ich meine, Steinböcke, ich bin Jungfrau, wir Erdzeichen sind ja jetzt eher bekannt für die stoische Gelassenheit. Was heißt stoische Gelassenheit? Aber wir sind dafür bekannt, dass wir keine Hauruck-Entscheidungen treffen. Das ist auch in Ordnung, aber man muss auch irgendwann mal, ne, der Hierophant ist Stierenergie ist fixed sein, man muss auch irgendwann mal bereit sein für eine Veränderung. Na, man muss irgendwann mal das starre Korsett, in das man sich vielleicht auch eine Zeit lang selber eingesperrt hat, verlassen, um wieder glücklich zu werden. Und das Urteil, ne, ist, stell dir selber die Frage, wie lange willst du denn noch in dieser Fünf-Kelche-Energie sein? Wie lange willst du noch stillstehen, dich abschneiden vom Fluss des Lebens? Und meine lieben Steinböcke, ich lasse das für den Moment hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte natürlich noch ein bisschen was wissen zu dieser Loslassenergie, aber sie zeigt sich definitiv, ne? Die 10 Stäbe, die 6 Schwerter, die Königin der Schwerter, die in diese neue Richtung gerichtet ist, die 9 Stäbe, die von einem Schlussstrich ziehen. Also ich frage mal nochmal, warum auch immer, ich frage nochmal hier nach dieser alten Geschichte. Ich möchte unbedingt wissen, was das Universum euch sagen will, wie ihr da endlich rauskommt, wie ihr endlich den Absprung schafft. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe das Gefühl, ne, die 8 Münzen ist, die 8 Münzen sage ich, die 8 Schwerter ist so ein bisschen die Energie von Selbstgeißelung, wo man sich selbst gefangen hält. Und ich würde so gern wissen, warum ihr das tut. Denn in dem Moment, in dem ihr euren Fokus in eine neue Richtung ändert, ne, neue Richtung, Fokus, der Fokus nicht mehr auf das, was nicht gut ist, würde sich so viel für euch verändern. Also, woran scheitert das? Das würde ich gerne wissen. Und dann schauen wir mal, was in diesem Extended Reading rauskommt, liebe Steinböcke. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, liebe Steinböcke, ich als eure Kartenlegerin des Vertrauens wünsche mir so sehr, in dieser ganzen Changing-Energie, in der wir gerade drin sind, in dieser ganzen Veränderung, dass sich ganz bald einen ganz anderen roten Faden in euren Legungen haben darf, weil ich mindestens genauso müde bin wie ihr. Ich bin mindestens genauso müde von diesem nicht enden wollenden Loslassprozess. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Irgendwann musst du, ne, die Situation ist,
Was heißt, müssen tust du gar nichts, schon gar nicht das, was ich dir sage. Aber wenn du glücklich werden willst, wirst du irgendwann da raus müssen. Natürlich kannst du dann bis zum Rest deines Lebens in dieser Situation bleiben, aber dann musst du in Kauf nehmen, ne, das Urteil, dann musst du in Kauf nehmen, dass du dann für den Rest deines Lebens in dieser Energie bleiben wirst. Was auch immer das bedeutet. Und so lasse ich das hier stehen, meine lieben Steinböcke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wambi, halt die Klappe. Guck mal, sogar Wambi weint mit euch. Ja, Wambi ist auch mindestens genauso traurig wie ich. Meine lieben Steinböcke, ihr habt ein Recht, wieder glücklich zu sein. Do it. Ne? Erweck den Löwen in dir und trau dich, diese neue Richtung einzuschlagen. Hör auf den Ruf deiner Seele und zieh's jetzt durch. Go. Geh. Lass los. Ja, meine Lieben, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.